Oh, da steht ein Panzer. Muss nur noch ein bisschen überleben. Nur noch ein bisschen überleben. Also, lass mich aussteigen. Hallo zusammen. Da sind wir wieder in Halo Combat Evolved in der Halo Master Chief Edition. Ich glaube, ich habe ein Anniversary irgendwo zwischendrin vergessen. Und ja, wir machen einfach genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben jetzt rausgefunden, wo der Kontrollraum ist und sind gerade unterwegs gewesen mit unserem coolen Truppentransporter Flugzeug Pelikan heißt es. Gerade überlegt, Pelikan und fliegen gerade unterirdisch durch die Gegend. Und ja, gucken wir mal, wo dieser Kontrollraum ist und was er so kann. Oh, Spoiler, so sieht er aus anscheinend. I would have been your daddy. Das ist ja ein interessanter Titel. Na dann. Nein, du willst da nicht rein. Noch schon lange nicht mehr gesprengt worden. Fällt mir gerade so auf. Keine hinterhältige Granate oder so. Auf dem kleinen Vieh. So. Wenigstens haben sie den Pfad markiert, wo ich lang muss. Und ich brauche gleich eine neue Waffe. Interesting. The weather patterns here seem natural, not artificial. I wonder if the ring's environment systems are malfunctioning. Or if the designers wanted the installation to have inclement weather. This is Fireteam Zulu requesting immediate assistance from any UNSC forces. Does anyone copy? Over. Ja, ich copy. I didn't think there were any human forces left on this part. Cortana to Fireteam Zulu. I read you. Fireteam Zulu, this is Cortana. Hold position. We're on our way. Roger that. Make it quick. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Sind wir jetzt im Ring drin oder wo sind wir gerade? Oder auf der anderen Seite, oder? No ammo, huh. Ohne ammo ist schwierig. Hier war ich doch schon. Ich muss hier runter. Wow. Das Glas kaputt gegangen. Habe ich irgendwie nicht mit gerechnet. Macht zwar Sinn, aber kam trotzdem unerwartet.
Wo ist er hin, der Unsichtbare? Haben die auch eine Waffe für mich hier liegen? Ja, sehr gut. Ich geh einfach weiter, ganz ehrlich, das ist mir zu doof. Geht ganz schön weit runter. Hier alle Nickerchen. Hab ich gesehen? Ja. Moment, ich muss kurz Leben regenerieren. Geht gleich weiter. Das geht gleich weiter. Sei doch nicht so ungeduldig. Und jetzt? Ich glaube, hier drin führt das zu nichts. Als halt hier lang und dann. Hier lang. Also ohne diese Markierung hätte ich mich schon längst verlaufen. Was ist hier los? Hallo, hallo, steigt doch in euer tolles Auto. Los, einsteigen. Einsteigen. Ja, schieß auf die anderen. Euer. Toll. Da haben sie den einfach getötet. Oha. Hier steht ein Panzer. Da ist ein Panzer. Oh. Toll. Das ist ja richtig großartig. Oh, da steht ein Panzer. Muss nur noch ein bisschen überleben. Nur noch ein bisschen überleben. Also, lass mich aussteigen. Oh, noch mehr Kollegen. Los, Leute. Ich will dieses Ding fahren. Back
Hehehe, kabum. Auf geht's. Stimmt, könnt ihr einfach sitzen bleiben. Ich bin fast tot. Wie geht das denn, wenn ich in so einem dicken Panzer sitze? Oh, da schießt noch irgendwas mit Artillerie. Er muss noch ein Stückchen näher kommen, sonst kann ich ihn nicht zerstören. Oh, hat doch geklappt. Und jetzt kann ich da runter oder ist immer noch zu? Nee, ist immer noch zu. Okay. Von wo bin ich denn gekommen? Bin ich aus der Höhle da gekommen? Ja, ne? Ich glaube schon. Nee, von hier bin ich gekommen. Moment, das nutze ich mal, dass ich mich mal wieder total verfahren habe. Ich hätte gern eins dieser Medipacks da. Kriege ich nicht. Hm. Nee, dann halt nicht. Der Marine weiß, wo er hin will. Das führt mich beides zum Gleichen. Ich bin durch die Höhle, und aber ob ich durch die Höhle oder hier durchfahre. Und mir beides mal zum gleichen Gelände. Wieso geht da unten die Tür nicht auf? Ich bin mir sicher, dass ich hier lang müsste.
Ach, da ist ein Schalter. Natürlich ist da ein Schalter. Warum, was soll das? Warum bauen die hier so Sprungschanzen ein? Oha. Wie haben die das dann jetzt geschafft? Nicht schon in so einem großen Panzer, muss trotzdem aufpassen. Die Hölle. Bisschen tiefer. Bisschen höher. Wer hat gesessen? Der war auch gut. Jupp. Ah, zu hoch. Er hat auch gesessen. So, das sieht doch schon irgendwie besser aus als beim letzten Mal. Dann ist deutlich weniger Gegner noch übrig. Dieses Maschinengewehr ist auch komplett nutzlos. So. Nein, du kannst wieder einsteigen. Auf und ab. Und auf und ab und auf und ab. Kann ich das Ding nicht abschießen? Muss ich da rein? Oh, ich bin gleich tot. Und wieder mal.
Oh, da liegt ein Medipack. Das brauche ich. Das brauche ich. Oh, Gott sei Dank. Okay. Weiter geht's. Oh, da wartet schon der Nächste. Oh, der ist gar nicht. Der war gar nicht bemannt. Was war das? Mein Panzer einfach schon so angeschlagen, aber der gibt da kein Zeichen dafür. Da brennt nichts, da qualmt nichts. Und der Panzer da ist doch bemannt. Haben wir ihn erledigt? Jupp. Nee. Bin schon ein bisschen neugierig, was da jetzt drin ist. Mal kurz gucken. Und dann fahren wir weiter. Kurzer Zwischenhalt. Zwischenstopp. Halt. Manche Sachen klingen einfach komisch, wenn man sie laut ausspricht. Toll, jetzt bin ich getarnt. Na super. Von hier reingekommen. Ja. Ist also nichts weiter. Dann weiter geht's. Vorbeugend. Na, nicht ganz anscheinend. Die sollen mal kommen. Wie, was ist wrong with me? Oh, mit Steigung kommt ja gut klar, der Panzer. Die Frage ist, wie geht's für mich jetzt hier weiter? Also hier runter und dann komme ich wieder hoch.
glaube, hier ist Ende Gelände. Oh. Okay. Dann machen wir das eben zu Fuß. Alle mir nach. Arbeite dran. Was? Das ist ja mal wieder ein Plan, der nicht mit mir abgestimmt wurde. Von wo? So. Den haben wir auch erwischt. Geht's hier unten irgendwo lang? Ne, sind nur verschlossene Türen. Okay, Leute, dann hier oben lang. Wenn wir alle zusammenkommen, bitte. Ein und weiter geht's. Jetzt wieder nicht mehr mit, ne? Genau in diesem Raum war ich doch schon mal. Déjà vu. Das war auch eine richtig nutzlose Granate. Meine Güte. So,
Auch erledigt. Weiter geht's. Ein Aufzug. Oh, diesmal geht's wieder hoch. Das erinnert mich irgendwie an die Aufzüge in Mass Effect. Nur noch ein bisschen Musik dazu. Auch deutlich schlechter laufen können. Aua, 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 aua! Hört doch mal für einen Moment auf zu schießen! Habe ich mich in eine Ecke manövriert, das war nicht so schlau. So, wo sind sie? Schon wieder in der Sackgasse. Meine Güte, da hat nicht viel gefehlt. Bin ich schon wieder kurz vorm Abnippeln. So, letzter Schuss. Eine Kugel habe ich noch. Wer möchte, wer will, wer hat noch nicht. Also auf die Entfernung ist das halt auch nutzlos. So viele von diesen Kleinen, ey. Tut mir fast ein bisschen leid.
so panisch vor sich hin rennen und rumschreien. Nee, nee, nee. Hätte mich einfach gesehen. So funktioniert das nicht. Du darfst mich nicht sehen, wenn ich mich verstecke. Oh, Gott sei Dank. Für meinen Geschmack kommt das viel zu oft vor, dass ich hier mit nur einem Lebensbalken rumrenne. Oh, der A hat eine gemeine Granate geworfen. Und Überraschung. Denn gemacht? Er dachte sich auch, Angriff ist die beste Verteidigung. Scharfschützengewehr auch Munition gekriegt? Nee. Liegt hier noch ein bisschen. Ich könnte was vertragen. War das nicht hier? Irgendwo? Ah. Okay. Dann eben so weiter. Ich kann auch diese runden Räume nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, durch wie viele wir davon schon gelaufen sind. Komme ich bestimmt einmal ums Eck und dann muss ich die andere Brücke wieder lang. Oh ja, aber durch einen wunderschönen runden Raum, oder? Jawohl, da sind wir wieder. Meine Güte. Ich habe keine Lust mehr auf diese Räume hier. Und nicht im Copy-Paste Wonderland.
Noch einer? So, da ist die Munition auch alle. Und noch ein runder Raum. Da hatte jemand keine Lust, Level zu designen. Oder dachte sich, mehr ist mehr. Raketenwerfer. If I had a super weapon, ja. This must be the control room. The entrance to the control center is at the top of that pyramid structure. Bring me up there and I should be able to get us inside. Nein. Ich wollte das Ding nehmen. Analyzing. This must be the control room. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so dumm. Ich verstehe die Steuerung noch nicht. Also ich fliege hoch, indem ich hochgucke. Das habe ich verstanden. So, und jetzt, warum geht der runter? Nochmal, wo soll ich hin? Was soll ich tun? Ich bin verwirrt. Analyzing. This must be the control room. Subtle. The entrance to the control center is at the top of that pyramid structure. Bring me up there and I should be able to get us inside. Deswegen gab es hier auch einen Raketenwerfer, damit ich gegen diese Banshees schießen kann. Ja, nee. Keine Lust. Und sie. Nicht noch ein Banshee? Nee. Ich habe gerade den Grund runtergehüpft. Okay.
Dann sind wir schon wieder drinnen. Und wieder in diesem gleichen Raum Nummer 793. Unten Aufzug. Jawohl. Einmal runter. Hab dich gesehen. Und geht's jetzt raus? Jawohl. The control center is located at the top of the pyramid. Let's get up there. We should commandeer one of those ghosts. We're going to need the firepower. Stirb, stirb, stirb. Geht doch. Und wie komme ich jetzt da hoch? Einfach hochfahren? Oh. Interessiert ihn das überhaupt, dass ich auf den schieße? Ich glaube nicht. Doch. Hat nur lange gebraucht. Na, da komme ich nicht hoch. Oh oh, oh oh, oh oh, ich bin tot. Ah, dass man nicht seitwärts fahren kann. So wirklich. Okay. Eieiei, was mache ich denn hier? So, jetzt aber. So, hier geht's gar nicht weiter. Na doch, ein bisschen Slalom fährt, guckt man auch um die Hindernisse hier rum. Bin mir nicht sicher. Also sagen wir mir nicht sicher, ob das so vorgesehen ist, aber es scheint ja zu funktionieren. Und ich hatte mich doch noch ganz vorhin beschwert, dass ich schon lange nicht mehr einfach so explodiert bin. Naja.
Das war der mit seiner blöden Granate. Nun sind zum Glück alle nicht besetzt. Da wollten die mich wohl. Ah ja, da ist der zweite. Habe ich gerade gefragt, wo denn wohl sein Kollege ist. Na, wenigstens war das Checkpoint nicht weit. Auch wenn ich nicht dazugelernt habe. Wo ist er? Nur immer schön in Bewegung bleiben. So. Gehen wir mal kurz gucken, ob hier oben noch was ist. Weil sonst muss ich bestimmt durch dieses große Tor dort. Hätte nicht gesagt, ganz an der Spitze von diesem Gebäude ist das. Ja, so viel dazu. Knöpfchen drücken. Mich ein bisschen irritiert ist ja, die haben ja anscheinend, also anscheinend haben die ja schon Kontrolle über den Kontrollraum. Wieso ist denn hier noch nicht irgendwie irgendwas Krasses passiert? Covenant forces in the vicinity have been eliminated. Let's move on to Halo's control center. Ach so, die sind nicht so weit gekommen, ja, die konnten keine Knöpfe drücken. This is it, Halo's control center. Schick. Und was ist es? Ein Todeslaser? Ein Portal? Try there. You all right? Never been better. You can't imagine the wealth of information. The knowledge, so much, so fast. It's glorious. So, what sort of weapon is it? What are you talking about? Master Chief kann sprechen. Halo, how do we use it against the Covenant? This ring isn't a cudgel, you barbarian. It's something else. Something much more important. Covenant, we're right. This ring, it's Forerunner. Give me a second to access.
Yes, the Forerunner built this place, what they called a fortress world, in order to... Wait. No, that can't be. Oh, those Covenant fools. They must have known. There must have been signs. Slow down. You're losing me. The Covenant found something. Buried in this ring. Something horrible. And now, they're afraid. Something buried? Where? The Captain. We've got to stop the Captain. Keys? What the weapons cache he's looking for. It's not really... We can't let him get inside. I don't understand. There's no time. Get out of here, find Keys, stop him. Before it's too late! Okay.